Hallo liebe Tüftler und Bastler und herzlich willkommen in unserer Werkstatt. Heute geht es wieder um ein Werkzeugthema und eins gleich vorweg. Diese Maschine haben wir selber gekauft. Sie wurde uns nicht zur Verfügung gestellt, nicht gesponsert, nicht geschenkt und wir haben auch keinen Rabatt bekommen. Das heißt, es handelt sich nicht um Werbung für diese Maschine, sondern schlicht und ergreifend um eine Vorstellung unserer Werkstattausstattung. So, ihr habt es bestimmt schon erraten, es geht heute um die Bosch PBD 40 und nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Ja, dieses gute Stück ist sicherlich im ambitionierten Heimwerkerbereich eine der meistverkauften Stand- bzw. Tischbohrmaschinen. Es handelt sich hier um eine Tischbohrmaschine, da sie auf dem Tisch steht und nicht um eine Standbohrmaschine, da sie nicht selber auf dem Boden steht. Das ist auch schon eine Unterscheidung im Wesentlichen. Die Bosch PBD 40, man sieht es am Gehäuse, gehört zu der grünen Serie, richtet sich dementsprechend also auch an Hobbyheimwerker. Der Preis ist für das Hobbysegment recht ordentlich. Ich glaube, irgendwas um die 250 Euro haben wir damals dafür bezahlt. Man bekommt sie hin und wieder auch mal ein bisschen günstiger, wenn sie im Angebot ist. Aber nichtsdestotrotz, rückblickend sind wir sehr zufrieden. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, euch die Maschine jetzt einfach mal vorzustellen. Bisschen was drüber zu erzählen, Stärken und Schwächen zu beleuchten, von denen man hin und wieder etwas hört. Und ja, es wird heute nicht mal unbedingt ein Fazit geben, sondern na, vielleicht ein kleines. Gut, legen wir doch mal los. Wie ihr schon sehen könnt, kommt die Maschine mit einem schönen gegossenen Stand, mit einer recht robusten Säule. Obwohl robust hier ein bisschen in Anführungsstrichen steht, kommen wir gleich dazu. Und ansonsten, was sie von den meisten anderen Mitbewerbern auf dem Markt unterscheidet, ist, dass die Bosch PBD 40 ein Drehrad hat und nicht wie viele andere ein Hebelarm. Das hat nicht nur Vorteile, es hat natürlich auch Nachteile. Was gibt es so auf den ersten Blick zu beachten? Wie es oft bei Bosch der Fall ist oder auch anderen Herstellern, kann man unterscheiden zwischen, das ist ein starres Chassis und dort kann man etwas verstellen. Denn alle Schalter und Regler und Drehknöpfe sind bei dieser Maschine in Rot gehalten. Und ich würde sagen, wir gehen die einfach mal von oben nach unten durch und schauen, was man dort so einstellen kann. Fangen wir doch gleich mal hier auf der Seite an. Das ist unsere Gangauswahl. Die Maschine hat im Wesentlichen zwei Gänge. Der erste Gang, ich lösche mal ganz kurz, hat einen Drehzahlbereich von 200 bis 850 Umdrehungen pro Minute. Ist also vor allem auch für kräftige Sachen geeignet. Und der zweite Gang schafft 600 bis 2500 Umdrehungen und eignet sich vor allem für Bohrarbeiten. Wir drehen. Hier oben der Schalter ist eigentlich recht interessant gelöst. Es handelt sich zum einen um den An-Aus-Schalter. In der ersten Stellung aktiviert sich die Maschine erstmal und das Display leuchtet auf. Und in der zweiten Stellung läuft die Maschine an. Dieser Knopf hat aber noch eine weitere Funktion und die werde ich jetzt einfach mal demonstrieren. Es ist auch gleichzeitig der Notausknopf. Ob der Notausknopf hier vorne so günstig liegt? Gehen wir doch mal davon aus, ich drehe die Maschine mal kurz. Wir arbeiten hier, stehen davor. Hier passiert was und aus irgendeinem Grund kommen wir mit dem Finger ins Werkstück, in unseren Bohrer, in unseren Fräser.
dann ist die Hand schon mal belegt. Dann könnten höchstens reagieren und mit dieser Hand schnell draufhauen. Oder man nimmt den Kopf. Nein, nimmt man nicht. Aber so viel zu der Position, vielleicht wäre der Knopf auch günstig angebracht, wenn man ihn hier an der Seite mit dem Daumen drücken könnte. Smaken auf hohem Niveau. Es geht auch so. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie man den Knopf wieder rausbekommt. Ah, man dreht ihn ein Stück nach links. Wunderbar. Gut. Es gibt noch einen weiteren Drehknopf auf der Vorderseite, der aus irgendeinem Grund nicht rot ist. Aber ich denke, das kann daran liegen, dass er keine klassische Einstellung der Maschine bietet, sondern es ist die Drehzahleinstellung. Das demonstriere ich jetzt nicht. Damit kann man ganz einfach stufenlos die Drehzahl, sie hat zwei Anschläge, oder der Knopf hat zwei Anschläge, von niedrig bis hoch regeln. Ansonsten schauen wir uns noch mal ganz kurz das Display an. Wir sehen hier einmal die Drehzahlangabe. Wir sehen auch, das ist eigentlich ziemlich interessant, wir können den Tiefenanschlag auf 0 setzen und dann sehen wir, wie tief wir bohren. Ich finde recht interessant. Es gibt es einmal als digitale Anzeige auf dem Display und einmal aber auch an der Seite, ganz klassisch mechanisch, kommen wir gleich zu. Ansonsten haben wir noch zwei recht spannende Funktionen oder Standardfunktionen, je nachdem wie man es nimmt. Wir haben einmal den zuschaltbaren Laser. Der sogar ziemlich genau bei meiner Maschine ist. Und wir haben ein Arbeitslicht. Sieht man jetzt vielleicht nicht so gut aufgrund der Studioleuchte, aber es macht den ganzen Arbeitsbereich sehr viel heller. Wir schauen weiter, wir drehen die Maschine nochmal. Auf dieser Seite haben wir zwei Hebel. Einmal diesen roten, das ist unser mechanischer Tiefenanschlag. Wir können jetzt den locker drehen und wenn wir ihn fixieren, war es das auch schon. Wir können aber auch den Anschlag hier nach oben bewegen, festdrehen und dann wirklich nur bis zu der Stange runter, dort ist Schluss. Ist auf jeden Fall eine Ergänzung, wenn man nicht aus Versehen tiefer in das Werkstück bohren möchte, als es mit der digitalen Anzeige ist. Kann ich nur empfehlen, wenn man fixe Größen braucht. Macht das Ganze wieder locker, dann ist es auch egal. Dann fährt er einfach mit. Und der zweite Hebel ist die Höhenverstellung. Wenn ich den lockere, kann ich jetzt meine Maschine hoch und runter fahren. Und wenn ich ihn wieder fixiere, dann macht es auch ganz kurz Klick und man merkt, aha, in dieser Position fährt nur noch der Bohrkopf hoch und runter innerhalb der Bereiche. So, unter der Maschine haben wir auch einen roten Ring. Und zwar ist das der Lockring, der das Bohrfutter fixiert. Jetzt kann ich das Bohrfutter separat drehen und lockern. Und wenn ich den ganzen fixiere, dann kann sich der Bohrer zwar noch festschrauben, das ist interessant, aber nicht mehr lockern. Zu guter Letzt haben wir noch einen kleinen, süßen Parallelanschlag. Es ist ein kleiner, süßer Parallelanschlag und wir haben eine, ja, wie nennt man das, Werkstückklemme. Ich kann hier ein Werkstück runterlegen und dann mit dem Hebel fixieren. Und dann bewegt sich hier auch gar nichts mehr. Dieser Hebel, habe ich mir zumindest so in diversen Videos angeeignet, hat einen entscheidenden Nachteil. Und zwar, ich fixiere jetzt mal den Parallelanschlag und ziehe ihn jetzt fest. Je nach Werkstück, Größe und Höhe des Werkstückes, kann es jetzt passieren, dass beim Anziehen dieser Klemme diese ganze Stange sich ein Stück nach hinten neigt. Und damit wäre der Bohrer nicht mehr sauber 90 Grad. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich ganz oft in Videos sehe, dass die Heimwerker das Teil nach hinten drehen und ignorieren oder abmontieren und ihre eigene Arbeitsfläche bauen. Mit einem eigenen Parallelanschlag, weil so groß ist er auch nicht. Er ist in Ordnung, er macht, was er soll. Aber Wunder würde ich jetzt nicht davon erwarten.
Gibt es zu dieser Maschine sonst noch etwas zu sagen, rein aus technischer Sicht? Ich glaube nicht. Ich schaue nochmal ringsherum. Nein, es passt. Mir ist in mehreren Videos aufgefallen, dass die Besitzer der Maschine negativ angemerkt haben, dass sie relativ viel Spiel hat. Das eine ist natürlich hier dieser Bereich, wenn man etwas festklemmt. Okay, gebe ich recht. Das zweite ist, die Maschine soll sehr viel Spiel auf ihrer Höhenstange haben. Also, außer dass jetzt der ganze Tisch wackelt, wenn ich hier dran rummähre. Bei mir hat hier gar nichts Spiel. Die ganze Maschine ist fest auf der Stange, da wackelt nichts, weder nach links noch nach rechts, nach vorne und nach hinten. Nein, das ist nur das Case außenrum. Das Bohrfutter selber wackelt nicht mit. Also das kann ich schon mal bei meinem Modell nicht bestätigen. Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, das Ganze festzuziehen und zu justieren. Auszurichten, keine Ahnung. Ich habe das Problem Gott sei Dank nicht. Ein zweiter Kritikpunkt mit zu viel Spiel ist das Bohrfutter von Bosch. Das auch recht viel Spiel haben soll. Ist mir persönlich auch noch nicht aufgefallen, dass das groß wackeln würde, dass hier viel Spiel wäre. Ich hole jetzt einfach mal von vorne einen meiner größten Bohrer, die ich habe. Dann spannen wir das Ganze mal ein und in diesem Zuge testen wir auch einfach mal den Laser. So, ich habe mein Holzbohrer-Set. Ich nehme jetzt einen 10er Holzbohrer. Entriegle jetzt die Sperre. Führe den hier ein, ordentlich fest. Zack, verriegle das Ganze wieder. So, jetzt brauche ich meinen Bleistift. Wenn ich viel Gewalt ausübe, also wirklich viel Druck, dann würde ich sagen, kann man diesen Bohrer an dieser Ausladung durchaus einen Millimeter in jede Richtung drücken. Mit Kraft. Wann wäre das in der praktischen Arbeit relevant? Höchstens, wenn man sehr hartes Material oder unebenes Material bearbeitet und die Zentrierspitze wegrutscht. Jetzt gucken wir uns mal den Laser an. So, ich setze mein Kreuz auf dem Werkstück genau in das Lasereck. Jetzt gehen wir mal runter. Okay. Ich justiere nochmal beim Laser genau in die Mitte der Linien. Ich würde sagen, ein halber Millimeter. Ein halber Millimeter. Liegt das an der Maschine, liegt das an meinem Bohrer? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist ein halber Millimeter. Und ich persönlich zeichne mir in aller Regel sehr genau an, wo ich bohren möchte. Und kann schnell mit dem Bohrer hier gucken, justieren und dann bohre ich los. Der Laser ist für mich meistens doch eine grobe Hilfe. Ja, die Bosch PPD40. Was ist das Besondere an der Maschine? Sie arbeitet nicht mit einem Riemen, sondern der Elektromotor ist direkt am Bohrfutter dran. Sie hat eine stufenlose Drehzahlregelung und eine Konstantelektronik, wie viele Bosch-Geräte es verbaut haben. Das heißt, das Gerät merkt, wenn
der Motor von der Solldrehzahl abweicht und korrigiert nach. Wann kann das passieren? Ich komme zum Beispiel von einem weichen in ein härteres Material. Der Widerstand erhöht sich und das macht die Maschine. Sie regelt nach. Ich erspare euch jetzt praktische Tests. Ich finde, sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich kann viele Kritikpunkte, die man so im Netz findet, nicht bestätigen. Einige, wie zum Beispiel das Rad, kann ich gut nachvollziehen. Das macht man nicht. Ich zeige es euch nochmal, ich drehe das Ganze mal. Nehmen wir mal an, ich habe ein sehr tiefes, sehr hohes Werkstück und will tief reinbohren. Dann kann ich von vorne meistens hier oben anfassen. So, und bin dann hier unten. Könnte aber noch, naja, sagen wir eine und 1,8 Umdrehungen schaffen. Das macht man von vorne auch nicht. Ich zeige es nochmal so. So. Also man könnte mit dem Daumen jetzt reingehen und ein bisschen nachjustieren, je nachdem wie man anfasst. Wenn man mit der ganzen Pranke anfasst, schafft man eine halbe Umdrehung. Ich arbeite meistens doch eher so, dass ich halbwegs flexibel mit dem Daumen noch arbeiten kann. Es geht. Ansonsten, wen das stört, man kann hier sicherlich auch so einen Drehknauf wie beim Lenkrad noch nachrüsten. Oder es gibt auch gute Anleitungen, die dann einfach so einen Hebel nachgerüstet haben. Wenn ihr jetzt überlegt, ist die Bosch was für mich? Ist sie mir schon zu teuer, nehme ich lieber ein günstiges Modell? Oder sind die Ansprüche, die ich habe, zu hoch für die Maschine und steige in die Profiklasse ein? Ja, ist letztendlich eure Entscheidung. Mich haben dann doch viele Bewertungen und Tests dieser Maschine sehr überzeugt, weswegen ich auch gesagt habe, okay, ich investiere das Geld, ich lege nochmal 100 Euro gegenüber einer einfachen Baumarktmaschine drauf. Entschuldigung. Was hätten wir da? Scheppach oder Einhell? Mir war es das Ganze wert. Ich persönlich bräuchte kein Profimodell, wo ich nochmal eine Vorkommastelle dranhängen müsste. Ich brauche auch keine Riesenmaschine. Was mir schon einmal negativ aufgefallen ist, aber das ist generell ein Problem bei den günstigen Maschinen, ist, dass sie relativ wenig Spiel zwischen der Stange und dem Bohrbereich haben. Wir haben hier wirklich, ja, wie viel werden das sein? 13 cm maximal. Also wenn ihr jetzt wirklich, stellt euch mal vor, das ist jetzt ein großes Brett, ist breit wie hoch und ihr müsstet hier jetzt irgendwo ein Loch bohren, ihr würdet gar nicht rankommen. Klar, das kann ich jetzt querlegen, ist schon richtig, aber wenn das jetzt hier zum Beispiel die Arbeitsplatte wäre, auf der das steht und ich die Löcher bohren wollte, das würde mit der Maschine einfach nicht gehen, weil ich würde nicht in die Mitte reinkommen. Es gibt interessante Do-it-yourself-Hacks, die haben diese Maschine dann nach oben, also quasi die Befestigung an der Wand realisiert oder oben, sodass die Maschine nach unten frei hängt. Somit hat man natürlich sehr viel Spiel. Die Möglichkeit habe ich hier nicht, da ich keine Wände habe, aber interessant ist es und für Bastler sicherlich eine spannende Möglichkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, die Informationen euch vielleicht geholfen haben, selber eine Entscheidung zu treffen, dann lasst uns doch bitte ein Like da. Wir würden uns auch sehr über ein Abo freuen, weil damit unterstützt ihr unseren Verein auch sehr passiv, aber nachhaltig. Und ansonsten hoffen wir, euch auch bei unserem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Euch alles Gute, wir hören und sehen uns.